Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wie viel Werbung um uns herum ist? Schau allein mal dort drüben, die ganzen Plakate. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und ich habe das Gefühl, dass das immer mehr wird. Die Schüler der Jula-Trebet-Schule Tondorf haben sich gefragt, was die Menschen von Werbung halten und was eigentlich richtig gute Werbung ausmacht. Die Antwort darauf seht ihr jetzt. Heutzutage kann man der Werbung nicht mehr aus dem Weg gehen. Sie ist überall. Wir sollen durch Werbung verleitet werden, bestimmte Produkte zu kaufen. Und dafür gibt die deutsche Wirtschaft jährlich rund 30 Milliarden Euro aus. Aber nicht bei allen Verbrauchern kommt die Werbung richtig an. Generell bin ich ein ganz schöner Feind von Werbung, da ich die ganze Marketingstrategien ganz schön verurteile. Das heißt, welche Rolle? Also ich glaube, man kann heutzutage nicht von keiner Rolle sprechen, ob man nun will oder nicht, ist man ständig in Bezug auf Werbung, man ist ständig eingegriffen. Das heißt, es spielt natürlich schon eine Rolle. Aber ich versuche mich so wenig wie möglich nach der Werbung zu richten, mich eher selbst zu informieren, anstatt mich informieren zu lassen. Die Werbung gefällt mir überhaupt nicht. Die Leute sollen in Ruhe gelassen werden. Die Sachen sollen qualitativ menschenwürdig sein und die Leute sollen das kaufen, was sie brauchen und was ihnen gefällt und nicht sich auf die Werbung einlassen. Wenn man zum Beispiel einen Film guckt und dann kommt irgendwie in einem Film 10-mal Werbung oder so an den spannenden Stellen und dann schaltet man meistens dann auch weg. Ne? Wir haben den Trendforscher Matthias Weser gefragt, was ist eigentlich gute Werbung? Das ist schwer zu sagen. Also für Konsumenten ist gute Werbung natürlich etwas, was involviert, Spaß macht vielleicht auch und uns einen persönlichen Vorteil bietet. Für Unternehmenssicht ist natürlich eine Werbung sehr relevant, die Produkte verkauft und uns wiederum in den Kopf einprägt, dass sie ein gutes Unternehmen sind, ein gutes Produkt haben und besser als die Konkurrenz sind. Erfolgreiche Werbung ist schwer zu definieren grundsätzlich. Aber Erfolg ist natürlich von Unternehmenssicht, wenn Produkte gekauft werden oder Dienstleistungen gekauft werden. Was sehr wichtig ist noch, ist die Differenzierung zwischen Werbeerfolg und Werbewirkung. Werbeerfolg würde heißen, wir können sehen, so und so viele Produkte wurden jetzt nach der Schaltung dieser Werbung bewerkstelligt. Werbewirkung ist es, was passiert im Kopf vom Konsumenten? Wie findet er unser Unternehmen jetzt, nachdem er die Werbung gesehen hat? Werbung im Internet ist sehr relevant. Da wir sehr viele Kanäle haben, um Konsumenten zu erreichen, für uns kann es auch sehr nervig werden. Heutzutage ist es schon so, dass wir zwischen 4.000 und 10.000 Werbemaßnahmen sehen. Also es kommt sehr, sehr viel Werbung auf uns ein. Deswegen ist es auch wiederum schwierig für Unternehmen, die Leute richtig zu erreichen. Aber Werbung im Internet ist halt ein riesiger Markt für Unternehmen. Wie weit lassen sich Verbraucher beeinflussen, wenn sie einkaufen gehen? Also ich sag ja, also ich würde es nicht bewusst tun, aber ich denke mal, dass die Werbung nicht an einem vorbeigeht, dass sie im Unterbewusstsein schon wirkt. Unbewusst, man will das gar nicht, aber irgendwie passiert das dann doch und dann sieht man was und denkt, das ist gut und kauft das, weil man es gesehen hat. Ja, man probiert das, weil man hofft, dass es so, wie es versprochen wird, auch wirkt, probiert man das dann aus. Man kann der Werbung nicht aus dem Weg gehen, aber man sollte sie kritisch betrachten, bevor man ein Produkt kauft. Wichtig ist also, dass man sich von Werbung nicht zu sehr beeinflussen lässt und immer noch selbst entscheidet, was gut ist. Richtig, und genauso dürft ihr selber entscheiden, ob ihr bei der nächsten Sendung wieder einschaltet. Wir drehen zurzeit fleißig beim Mo und Friese Kinderkurzfilmfestival. Die Ergebnisse könnt ihr euch ab dem 3. Juli anschauen. Bis dahin, genießt das schöne Wetter. Tschüss!